Ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus oder ein Apartment als Investitionsobjekt hier in Amerika kaufen, ist sozusagen nur die halbe Miete. Schlechtes Wortspiel, bringt uns aber zum Thema dieses Videos: Miete. Wie vermiete ich so ein Objekt? Wie läuft das ab? Genau darum geht es in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich bin als Immobilieninvestor und Vermieter natürlich hier in Philadelphia an der Ostküste der USA tätig. In meinen bisherigen Videos hast du gesehen, wie Objekte gekauft werden, wie wir die entwickeln, wie wir sie vermieten. Auf vielfachen Wunsch auf allen Social-Media-Kanälen ist das Thema, wie vermiete ich, mehrfach nachgefragt worden und dazu wollt ihr mehr Details wissen. Genau das passiert. In den nächsten 3 Episoden gehen wir genau auf das Thema ein, wie läuft so eine Vermietung hier in den USA eigentlich ab. Kurze Agenda. Hier im Teil 1 schauen wir uns an, wie definiere ich meine Zielgruppe? Also was ist mein Wunschmieter? Wie sieht der aus? Wonach definiere ich den? Und was sind wirklich harte, messbare Kriterien? Im Teil 2 der Serie geht es darum, wie schaut der Ausschreibungs- und der Screening-Prozess aus? Also wie läuft so eine Ausschreibung, so ein Listing mit den Online-Portalen ab? Wie läuft der Prozess ab und wie funktioniert das Screening? Im Teil 3 geht es ans Eingemachte, die Bewerbung der Mieter. Wir schauen uns original Bewerbungen an, natürlich anonymisiert, ist logisch. Aber du siehst, welche harten Kriterien müssen hier mitgeteilt werden, damit der Vermieter entscheiden kann, ob das ein guter Mieter für ihn ist oder nicht. Steigen wir ein mit dem Definieren meiner Zielgruppe. Was ist mein Mieter und in welcher Gegend vermiete ich überhaupt? Und was sind meine Kriterien? Warum muss ich mir selbst hier Standards setzen? Was ist der Hintergrund? Los geht's. Hier reden wir aber noch nicht von der zu erzielenden Miete und dem Einkommen der Leute, sondern wirklich nur vom Klientel, von messbaren, harten Kriterien. Also nicht verwechseln. Hier in den USA ist der Credit Score ganz besonders wichtig. Da gibt's ein böses Sprichwort in den USA. Wenn der Kaufpreis einer PlayStation 5 höher ist als dein Credit Score, dann benötigst du keine PlayStation 5. Denk mal drüber nach. Ja, das trifft es sehr gut, aber hier kommt es ganz stark auf die Gegend und das zukünftige Mietklientel eben an. Also es gibt da verschiedene Kriterien, aber der Credit Score ist eines der wichtigsten und der ist natürlich definiert nach verschiedenen Kriterien. Aber wie sowas ausschaut, können wir uns bei Credit Karma angucken. Credit Karma ist so ein Portal, das jeder Steuerbürger hier in den USA sozusagen kann sich da registrieren und zwar mit seiner Social Security Nummer und dann kann man sich da einloggen und sehen, welche Scores hat welche Ratingagentur für einen. Also du musst es so vorstellen, wie du loggst dich ein und es gibt neben der Schufa eine Schufa 2, eine Schufa 3 und warum sind diese Kriterien so oder dein Scoring so, das steht dann detailliert aufgelistet auch da. Also das kannst du direkt nachschauen. Schauen wir uns das Credit Karma Portal einfach mal an. Wenn dir das Video gefällt und du was mitnehmen kannst, lass mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann wirst du sofort informiert, wenn der Teil 2 und der Teil 3 dieser Serie jeweils rauskommen. Also nicht vergessen, Like da lassen, Abo klicken und Glocke aktivieren. Weiter geht's. Hier sind wir auf dem Portal von Credit Karma. Also hier ist ein schöner Post, wo sie im Detail erklären, welcher Score bedeutet was, welcher Range, also welcher Nummernbereich bedeutet was. Credit Karma ist so ein Anbieter, die verwalten die Anfragen, beziehungsweise da kann man die Anfragen auf seinen eigenen Credit Score sehen. Also wenn man sich für einen Kredit bewirbt, ist das sozusagen so eine Schufa-Anfrage und solche Inquiries, also diese Anfrage, das sieht man hier eben dann auf seinem Score. Das heißt, man registriert sich da, sieht mit seiner Social Security Nummer, welche Firma oder welche Bank hat welche Anfrage auf meine Credit History gestellt. Und genau das kann man da sehen. Und hier ist auch ein schöner Post, der eben erklärt, was, wo, wie, welcher Score, was heißt das für dich. Und den können wir kurz durchgehen. Den Link zu diesem Artikel, den findest du auch in der Beschreibung dieses Videos. Setze ich dir unten drunter. Gehen wir es kurz durch. Was bedeutet der Score? Welche unterschiedlichen Scores gibt es? Den Vantage Score, den FICO Score und so weiter und so fort. Also im Detail kannst du es dir mal durchlesen. Hier siehst du auch die Ranges. Also 300 wäre schon unterirdisch und 850 ist excellent. Also das sind dann schon die guten Scores. Also wie gesagt, unser Scoring oder unsere guten Bewerber fangen bei 620 bis 650 an. Unten drunter ist halt recht schwierig. Also ja, der FICO, diese Consumer Ranges. Also was das alles im Detail bedeutet, schaust du einfach mal an. 300 bis 600, nicht schön. Also schwierig. Das heißt, wenn man zu viele Kreditanfragen hat und so weiter und so fort. Aber sowas, Credit Score, das ist schon ein eigenes Video. Das ist schon fast eine Wissenschaft.
Schau es dir einfach mal an, lies es dir durch, guck dir Credit Karma an, welcher Score bedeutet was. Für uns ist nur relevant, was steht hier vorne und wie diese berechnet wurden. Das haben wir die Rating-Agenturen schon gemacht, deswegen interessiert uns hier nur eine 620 bzw. 650 sollte da mindestens stehen. Alles andere ist für uns zu riskant zu vermieten. In den Gegenden, in denen wir die meisten Objekte verwalten, fängt ein guter Credit Score so bei 620, 650 an. Also in der Dreh ist das Mindeste, was die zukünftigen Mieter mitbringen müssen, damit eine Bewerbung von denen überhaupt in Erwägung gezogen wird, also considered wird. Aber Achtung, es kommt halt wie gesagt auf die Gegend an. Es gibt Gegenden, da wirst du als Vermieter mit so einem Limit von 620 oder 650 als untere Grenze keine Mieter finden. Also das sind eher Gegenden im unteren Einkommensbereich. Da ist eine 620 schon recht hoch, also das heißt schwierig. Aber vor allem in solchen Gegenden finden sich vermehrt so Section 8 Programme bzw. Mieter mit Section 8. Section 8 ist das staatlich geförderte Wohnungsprogramm, also da übernimmt das Amt sozusagen die Miete oder einen Teil der Miete und die stocken auf. Wir benutzen das Programm aktuell nicht, wir qualifizieren uns nicht für dieses Programm, weil das ist ein bisschen Aufwand auf der Mieterseite und ein Aufwand auf der Vermieterseite. Wir machen das aktuell in Gegenden, wo nicht Section 8 verbreitet ist. Wir kriegen viele Anfragen, auch von Section 8 Mietern. Das ist keine Diskriminierung. Wir sind einfach nicht qualifiziert, bei diesem Programm mitzumachen. Ganz einfach. Die vom Amt bezahlten Mieten sind natürlich relativ sicher, aber man muss sich als Vermieter qualifizieren. Die Wohnung braucht einen gewissen Standard, beziehungsweise das Programm läuft immer mal aus und dann muss der Mieter was tun. Also es ist eine Menge Aufwand auf Vermieterseite. Das muss halt jeder Vermieter für sich wissen, ob man bei diesem Programm mitmacht und ob man diese Klientel auch als Mieter haben möchte. Das hängt halt vom Vermieter ab und von den eigenen Zielen der Investoren. Ein weiteres sehr hartes Kriterium sind die sogenannten Eviction Records. Was eine Eviction ist? Eine Zwangsräumung. Zum Thema Eviction hier in den USA habe ich schon zwei Videos gemacht. Die kannst du dir einfach mal anschauen. Den Link dazu, den siehst du jetzt hier oben eingeblendet, beziehungsweise setze ich dir auch unter das Video in die Beschreibung. Einfach mal anschauen. Ein reales Beispiel von einer kürzlich durchgeführten Zwangsräumung hier in Philadelphia. Diese Zwangsräumung bleibt dann sozusagen in den Gerichtsakten der Person bestehen und wenn sich jemand bei uns als Mieter bewirbt auf eine Wohnung, dann ist natürlich klar, diese Gerichtsakten bzw. diese Records, die wollen wir sehen. Und wenn da ein Eintrag ist, das heißt, wenn der Bewerber schon mal eine Zwangsräumung hatte, K.O.-Kriterium, dann fällt der bei uns raus. Wir vermieten nicht an Leute, die schon mal zwangsgeräumt wurden. Diese Leute haben das System schon mal ausgespielt. Das ist nichts, was über Nacht passiert. Da verweise ich nochmal auf das Video, was ich bereits zu dem Thema gemacht habe. So eine Eviction, da braucht es eine gewisse Zeit und auch eine gewisse durchtriebene Art, um das System quasi auszuspielen oder zu versuchen auszuspielen. Und wenn ein Mieter sowas schon mal gemacht hat, dann macht er das nochmal. Deswegen als Vermieter mein Ratschlag, Finger weg. Eviction Record. Rotes Tuch gibt's nicht. Bis vor kurzem haben Rating-Agenturen, also diese Scoring-Firmen, diese Credit-Score-Firmen und Background-Check-Firmen solche Evictions gemeldet. Aufgrund der Vielzahl der Evictions kam es natürlich zu Verwechslungen und diese Verwechslungen sind einschneidende Erlebnisse für die Leute, die eben dann betroffen sind. Stell dir vor, du hast auf deinem Carport stehen ein bis zwei Zwangsräumungen und bewirbst dich hier in den USA bei einem Mieter, bei einem Vermieter, bei einem Job, um einen Autokredit oder um einen Handykredit. Das kannst du alles abschreiben. Das wird nicht mehr passieren, das kriegst du nicht mehr. Und diese Verwechslung ist so einschneidend gewesen, dass eben die Leute auch geklagt haben. Erfolgreich geklagt haben. Was dazu führt, dass diese Ratingagenturen, also diese Agencies und die Background-Checks, die einfachen Background-Checks, solche Eviction-Records aufgrund der hohen Verwechslungsgefahr nicht mehr aufführen. Das stellt uns als Vermieter beim Screening natürlich vor ein Problem. Das erschwert ganz klar die Suche nach guten Mietern, aber da muss man eben das Gesamtbild in Betracht ziehen und gucken, ob das irgendwie passt und versuchen, die Referenzen, die diese zukünftigen Mieter mitbringen, alle abtelefonieren und gucken, ob es da irgendwie Lücken gibt, beziehungsweise irgendwelche Auffälligkeiten. Und wenn das alles nichts bringt, googeln. Aber da sind wir schon beim Thema Background-Check. Ein Background-Check in diesem Fall wäre eine Agentur bzw. eine Firma, da registriert man sich und sagt, okay, liebe Firma, das ist meine Social-Nummer, ich möchte, dass ihr mich mal screent. Und dann fahren die so eine Checkliste ab, die Checkliste können wir uns im Detail mal anschauen und sagen, okay, am Ende alles grün, check, 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 check. Und diesen Ausdruck, diesen verifizierbaren Ausdruck, den gibt man dann dem zukünftigen Vermieter, der guckt sich das an und sagt, alles grün, super, weiter geht's im Prozess. Ein sauberer Background-Check ist die eine Sache. Hinzu kommen noch verifizierbare Kontaktinformationen von Referenzen. Referenzen sind Arbeitgeber, also da gibt es manchmal den Supervisor, das heißt der Vorgesetzte, den kriegt man dann, die Telefonnummer von dem. Und dann kann man anrufen und sagen, Person hat sich bei uns beworben, sag mal was,
gibt es dich überhaupt, Personen, also Supervisor? Oder die Referenzen und die Kontaktdaten von den vorhergehenden Vermietern, von den Hausverwaltungen. Das sind alles verifizierbare Informationen. Also man kann gucken, gibt es diese Adresse, gibt es diese Hausverwaltung? Und dann wird dort angerufen und gefragt, Mieter XY bewirbt sich gerade bei uns. Erzähl mal was über den. Was hindert eigentlich einen Bewerber daran, die Telefonnummer eines Freundes anzugeben und zu behaupten, das war sein Vermieter? Und der sagt natürlich dann nur Gutes über den neuen Mieter. Ja, das kann durchaus passieren, aber wir überprüfen wirklich diese Telefonnummern, diese Kontakte. Wer sind die Personen? Gibt das ein Bild? Also das Gesamtbild muss stimmen. Es kann natürlich passieren, dass einer das super faked, aber dann stimmt da irgendwas im Gesamtbild auf jeden Fall nicht. Also man kann von den Leuten fordern, gib mir 3 Referenzen, gib mir 2 der vorhergehenden Vermieter und dann ruft man die einfach an. Manche Property Manager, die eben dieses Mieter-Screening machen, schicken ihren zukünftigen Mietern oder den Bewerbern einen Fragebogen. Und diesen Fragebogen fordern sie, dass er ausgefüllt ist, bevor sie irgendwie die Bewerbung als vollständig ansehen. So einen Fragebogen schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Das wäre so ein Frageformular, was wir schon mal von einer Property Management Firma geschickt bekommen haben, weil unsere ehemaligen Mieter bei denen einziehen wollten. Und das gehen wir mal Stück für Stück durch. Also hier, ich habe das die Firma und die Kontaktinformationen mal ausgegraut. Wir können es aber trotzdem durchgehen, es gibt einen Eindruck. Genau, also die wollen jetzt wissen, wer war der Mieter, wann sind die eingezogen, wann sind die ausgezogen, wann ist die der Mietvertrag ausgelaufen. Also interessant, der Mietvertrag auslaufen und das Auszugsdatum können unterschiedlich sein. Was die Gründe sind, ist halt ja vielseitig, ne? Was wollen die noch wissen? Haben die gesagt, rechtzeitig Bescheid gesagt, dass sie ausziehen wollen? Gibt es irgendwelche Non-Compliance-Probleme? Also haben sie irgendwann mal gegen den Mietvertrag verstoßen? Was haben sie für Miete gehabt? Und so weiter und so fort. Also sind ein paar Informationen, die geben nur im Kontext ein Bild. Also das wäre zum Beispiel, die fragen den Vermieter oder die Property Management Firma nach diesen Informationen, aber sie fragen auch den zukünftigen Mieter direkt nach den Informationen. Und sollten sich die nicht decken, ist das, glaube ich, ja dann auch schon ein Red Flag, wenn die Informationen nicht übereinstimmen. Genau, hatten die mal irgendwie Geldüberweisungen, die nicht ankamen, beziehungsweise haben sie das Konto nicht gedeckt und einen Scheck geschrieben, also ungedeckte Schecks, das wäre sowas. Schulden die immer noch Geld? Wenn ja, wie viel? Und ja, waren sie verantwortlich? Sind sie verantwortungsvoll mit dem Eigentum umgegangen? Waren da noch andere Leute mit auf dem Mietvertrag gestanden? Also das sind so Fragen, die halt im Kontext ein anderes Bild ergeben. Gab es da irgendwelche Probleme, Complaints, haben sich die Nachbarn beschwert? Wenn die Tiere hatten, ja. Wenn ja, wie viele? Haben sie irgendwelche Schäden hinterlassen? Und wäre es in unserem Interesse, dass wir an diesen Mieter erneut vermieten würden? Solche Fragen eben. Also das wäre so ein Fragebogen, den schicken die zukünftigen Vermieter an den vorhergehenden Vermieter zum Beispiel. Das ist ein automatisierter Prozess, das kann man auch online ausfüllen. Und ja, dann ist es halt eine nachvollziehbare Spur, die dieser Mieter hinterlassen hat. Und dann sieht man halt anhand der Antworten, ob der Mieter auf dieser Spur verbrannte Erde hinterlassen hat oder eben ja ein guter Mieter war. Und wenn man das mit 3-4 anderen vorhergehenden Vermietern macht, dann gibt das eben einen Eindruck, ob der Mieter passt oder eben nicht. Ganz einfach. Sollte eine dieser Referenzen überhaupt keine Auskunft geben wollen, warum auch immer, oder eine viel zu gute Auskunft geben, toller Mensch, bla 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 und so weiter und so fort, dann gehen die Warnlichter an, weil da ist irgendwas arg. Gar keine Auskunft heißt, könnte heißen, die Person hat Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Eine sehr hochtragend lobende Auskunft heißt, ja, der ist froh, dass der weg ist. Also das ist wie beim Arbeitszeugnis, wenn man den vorhergehenden Arbeitgeber einfach mal anruft und fragt, wie war der eigentlich? Ähnliche Situation, nur in dem Fall eben mit Mietern. Fazit, die gesamte Bewerbung muss in sich stimmig sein. Der Kontext muss stimmen, jedes dieser Kriterien muss nachprüfbar stimmen. Das heißt Credit Score, Background Check, nachprüfbare Referenzen. Das muss eben alles stimmen. Das klingt hart und das klingt auch eingreifend in die Privatsphäre, bla bla bla, ist aber notwendig. Notwendig, denn es gelten für alle Bewerber die gleichen Bedingungen. Und diese Kriterien muss man als Vermieter vor dem Vermietungsprozess im besten Fall aufschreiben und irgendwo ablegen. Und so kann im Nachgang auch keiner sagen, er wurde bevorzugt oder benachteiligt. Okay, jemand, der bevorzugt wurde, beschwert sich nicht, aber jemand, der benachteiligt wurde, beschwert sich.
So kann er das nicht, denn man kann sagen, okay, das sind unsere Kriterien gewesen, die galten für alle Leute nachprüfbar und du bist einfach nicht gewesen, du bist einfach durchgefallen, weil XYZ nicht gestimmt hat. Okay, that's it. Kurzer Ausblick, im Teil 2 schauen wir uns den Ausschreibungs- und Screening-Prozess an einem konkreten Beispiel, einem 3-Bedroom-Apartment hier in Philadelphia an. Den gesamten Prozess solltest du nicht verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst Teil 2 und Teil 3 auf keinen Fall, denn dann informiert dich YouTube, wenn diese online sind. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.